Vor kurzem erzählte mir der Schüler Ilya Lipsch, dass er gerade seinen Traktorführerschein bestanden hatte, wozu ich ihm natürlich herzlich gratulierte. Wir sehen hier ganz deutlich, dass, wie üblich bei einem Traktor, die vorderen Räder etwas kleiner sind als die hinteren Räder. Und daraus entstand dann spontan eine schöne Mathematikaufgabe. Da die vorderen Räder des Traktors etwas kleiner sind als die hinteren Räder, muss die Winkelgeschwindigkeit der vorderen Räder etwas größer sein als die Winkelgeschwindigkeit der hinteren Räder. Und genau daraus besteht die Aufgabe her, in welchem Verhältnis stehen denn diese zwei Winkelgeschwindigkeiten? Um das zu untersuchen, haben wir hier ein kleines Traktormodell. Gut, das Modell ist nicht so schön wie der Traktor vom Ilya, aber zur mathematischen Untersuchung reicht dieses Modell. Nennen wir die zwei Radien der Räder mal R1 und R2. In dieser kleinen Animation hier können wir deutlich erkennen, dass beide Räder sich in einer gleichmäßigen Kreisbewegung befinden. Und genau diese Kreisbewegungen werden wir hier untersuchen. Ich stelle den Traktor jetzt mal zurück. So. Und wir schauen uns jetzt zuerst unsere Erkenntnisse an bezüglich einer gleichmäßigen Kreisbewegung. Nach einer gewissen Zeit t, wenn der Traktor ein Stückchen gefahren ist, haben wir zwei zurückgelegte Winkel Alpha 1 und Alpha 2. Und die Winkelgeschwindigkeit der einzelnen Räder bei einer Kreisbewegung ist definiert als Omega gleich zurückgelegter Winkel geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Wenn der Winkel der volle Winkel ist, das heißt ein Rad hat eine ganze Runde gedreht, dann ist der Winkel 2 Pi Radiant groß und die Zeit, die zu einer vollen Runde gebraucht wird, bezeichnet man mit Groß T und nennt sie die Periode dieser Kreisbewegung. Bei einer GKB gilt also die Winkelgeschwindigkeit, das ist immer der zurückgelegte Winkel geteilt durch die dazu benötigte Zeit und das ist auch der volle Winkel 2 Pi Radiant geteilt durch die Drehperiode. Im Tutorial D5033 habe ich ganz deutlich erklärt, wie man auf diese Formel hier stößt, die Lineargeschwindigkeit von solch einem Punkt wie hier P2 ist immer gleich zur entsprechenden Winkelgeschwindigkeit mal Radius des Rades. Das analysieren wir jetzt genauestens für beide Räder. Nehmen wir hier einmal an, der Radius vom großen Rad habe genau den doppelten Wert vom Radius des kleinen Rades. In diesem Modell hier haben wir den Vorteil, wir können das Größenverhältnis hier einstellen. Das heißt, wir können hier allgemein sagen, der Radius 2, das ist k mal Radius 1. Und diesen Parameter k kann ich hier schön einstellen. Lassen wir es mal einfach auf 2 stehen. So. Also der Radius vom großen Rad ist genau doppelt so groß wie der Radius vom kleinen Rad. Aber allgemein gilt, R2 ist k mal R1. Jetzt schreiben wir diese Formel hin für beide Räder. Für die beiden Räder gilt natürlich, die Lineargeschwindigkeit ist dieselbe. Die Lineargeschwindigkeit der beiden Räder, das ist die Geschwindigkeit des Traktors. Fürs erste Rad gilt, die Lineargeschwindigkeit von diesem Punkt P1, das ist die Winkelgeschwindigkeit des Rades, Omega 1, mal den Radius des Rades, R1. Genau dasselbe für das größere Rad. Die Lineargeschwindigkeit V entspricht der Winkelgeschwindigkeit mal Radius. Da die zwei Lineargeschwindigkeiten gleich sind, können wir daraus schließen, dass diese zwei Produkte gleich sein müssen. Und wenn wir dann noch durch diese Zahl R2 teilen, dann finden wir, dass Omega 2
dasselbe sein muss wie Omega 1 mal R1 geteilt durch R2. Durch dieses Verhältnis hier wissen wir aber, dass R1 geteilt durch R2 dasselbe ist wie 1 geteilt durch K. Und daher finden wir, dass die Winkelgeschwindigkeit vom großen Rad 1 auf K mal die Winkelgeschwindigkeit vom kleinen Rad ist. Was also bedeutet, dass Omega 2 in diesem Fall hier genau die Hälfte von Omega 1 ist. Die Winkelgeschwindigkeit vom großen Rad ist also die Hälfte der Winkelgeschwindigkeit vom kleinen Rad. Halten wir das fest? Eigentlich haben wir die Frage schon beantwortet. Wir können aber noch ein bisschen weitergehen. Denn wie ist dann das Verhältnis zwischen den Drehperioden? Das schließen wir sofort aus dieser Formel. Denn Omega 2 kann ersetzt werden durch 2Pi auf T2 und Omega 1 kann ersetzt werden durch 2Pi auf T1. So, Omega 2 wird ersetzt durch diesen Bruch, Omega 1 wird ersetzt durch diesen Bruch. Und da in dieser Gleichheit links und rechts die Zähler gleich sind, 2Pi ist dasselbe wie 1 mal 2Pi, müssen die Nenner es auch sein. Und daraus schließen wir sofort, dass die Periode, die Drehperiode vom großen Rad, k mal die Drehperiode vom kleinen Rad ist. Also halten wir auch dieses Verhältnis hier fest und bemerken, wenn dieser Radius genau doppelt so groß ist wie dieser Radius, dann ist die Drehperiode von dem großen Rad genau doppelt so groß wie die Drehperiode von dem kleinen Rad. Und wie ist jetzt das Verhältnis zwischen Alpha 2 und Alpha 1? Das schließen wir auch sofort aus dieser Formel da, denn Omega 1, das ist dasselbe wie Alpha 1 geteilt durch t. Also können wir aus dieser Formel jetzt sofort das hier schließen und stellen dementsprechend fest, dass Alpha 2 1 auf k mal Alpha 1 sein muss. So, halten wir also unsere vier Formeln fest. Wir stellen fest, dass die Radien im selben Verhältnis stehen wie die Perioden und dass die Winkelgeschwindigkeiten im selben Verhältnis stehen wie die zurückgelegten Winkel. Und zwar ist der Verhältnisfaktor genau der Kehrwert von diesem Verhältnisfaktor. Somit konnten wir also die Bewegung der Räder vom Traktor von Ilya genauestens untersuchen.